Hier ist Erste Deutsche Fernseher mit der Tagesschau. Grüß Gott, Lederholm an die Geräte. In Tübingen hat der seit Wochen andauernde Streit zwischen den Einwohnern der Wagenburg und des Neubaugebiets Französisches Viertel die nächste Stufe erklommen. Die Wagenburg fühlt sich offenbar durch Grillrauch aus dem französischen Viertel belästigt. In Tübingen raucht's mal wieder. Nicht mal das historisch schlechte Maiwetter hat die Südstädtler davon abhalten können, gleich wieder den Grill anzufeiern. Der Grillrauch zieht aber vor allem nur zu den Nachbarn von der Tübinger Wagenburg und die scheinen von der Grillerei jetzt der Kanal voll zum haben. Bei uns in der Wagenburg ist es jetzt so weit, dass wir schon zweimal am Tag von der Grillasche unsere Wege abstauben müssen. Wir haben jetzt genug von denen hotet oder wir haben einfach mal die Polizei angerufen. Das französische Viertel hat seine Grillfeier allerdings eh ohne Kampf aufgegeben. Erst unter Einsatz von mehreren Hundertschaften Beamter und Wasserwerfer ist der Polizei gelungen, die Grillfester zu zerschlagen. Eine Ruhe ist deswegen im Neubaugebiet Südstadt et eintreten. Seit heute Morgen wird schon wieder demonstriert. Dass die Wagenburgler uns so aggressiv gegenüberstehen, finden wir irgendwo ein Stück weit gar nicht gut. Wir würden den Konflikt viel lieber konfliktfrei lösen. Die darauf folgende Menschenkette entlang des Neckars hat sich aber schnell als hinterlistiges Ablenkungsmanöver erwiesen. Am Nachmittag sind die Grills nämlich schon wieder gelaufen. Und diesmal mit so kohlrabenschwarzem Rauch, dass man über ganz Europa den Flugverkehr hat einstellen müssen. Besonders gefährlich in der Grillwolke sind Partikel von Nürnberger Rostbratwürste, die können an Flugzeugtriebwerke zu irreparable Schäden führen. Ja, die außergewöhnlich aggressive Konsistenz der Wolke lässt darauf schließen, dass hier mit illegalen Napalmgrillanzündern gearbeitet wurde und dass man Käserote grillt. Die Grills im französischen Viertel laufen also vorläufig weiter und kein Mensch weiß, wann der Flugverkehr über Europa überhaupt wieder aufgenommen werden kann. Heute Morgen hat nämlich ein Laster von einer Großmetzgerei in der Südstadt erst eine ganze Europalette voll frischer Käserote abgeliefert. Auch der Nicolas Sarkozy, der jetzt hoffentlich nicht mehr lang EU-Ratspräsident ist, hat sich zu dieser Sache geäußert. Also mir ist das jetzt vollkommen egal, ob die da hinten über Europa den Flugverkehr aussetzen oder den Zugverkehr oder den Autoverkehr oder den Fahrradverkehr. Also ich laufe zu Fuß zu meiner Bäckerei. Die haben super Amerikaner mit Zuckerguss. An der Rommelsbacher Heinz-Bertz-Schule ist es erneut zu Ausschreitungen während der SMV-Vollversammlung gekommen. An dem Bildungszentrum, an dem Hauptschule, Realschule und Gymnasium unter einem Dach zusammen sind, schwelt seit Wochen ein Konflikt zwischen der Realschulschülersprecherin Leonie Reichert und ihrem Gymnasialkollege Jonas Lübke-Fodeler. Und wieder mal fliegt euer am Heinz-Bertz-Bildungszentrum in Rommelsbach. In der SMV-Vollversammlung aller drei Schulen haben sie diesmal die Gymnasiasten von der Realschüler abgekriegt. Schon seit der großen Pause stellen sich die Realschüler hinter ihre Schülersprecherin Leonie Reichert. Hey, ich bin gerade aus dem Menug-Unterricht rausgekommen. Das habe ich ja als Profilfach bei der Frau Lohmann. Und dann wartet der Jonas draußen schon und klaut mir Schlampermäpple. Die Realschüler findet es, in ihre eigenen Worte, volle fies. Also der Jonas Lübke-Fodeler da vom Gymi, das ist ein arroganter Säckel ist das. Und sonst gar nichts. Das lässt der gymnasiale Schülersprecher natürlich et auf sich hocken. Bei der SMV-Kulturausschuss-Sitzung heute Mittag, wo es um den nächsten Schulschwurf gegangen hätte sollen, hat der Jonas Lübke-Fodeler Stellung bezogen. Ich möchte irgendwo hiermit eure Aufmerksamkeit zunächst nochmal auf den Umstand lenken, dass Leonie Reichert irgendwo hiermit vor zwei Wochen den Konflikt irgendwo hier mit angefangen hat, indem sie mir in der großen Pause irgendwo die letzte Sunkist hier vor der Nase weggekauft hat. Begeisterter Applaus auf einer Seite und blutige Nase auf der anderen. Die Fronte sind jetzt also verhärtet, was man in der heutigen SMV-Vollversammlung deutlich zum Spüren gekriegt hat. Der Gipfel war noch voll, dass die für den nächsten Schulschwurf extra angeschaffte Nebelmaschine auch noch aus Versehen losgegangen ist. Die Realschüler wollen jetzt et locker lassen, bis die andere das Schlampermäpple von der Schülersprecherin wieder rausrücken. Also ich verstand nicht, warum die da auf der Schule so ein Theater machen, wegen einer Sunkist oder wegen einem Zitronentee oder wegen einem Schlampermäpple. Das Wichtigste in der großen Pause ist doch, dass es da einen Amerikaner geht. Mit Zuckerguss. Die württembergische Metzgersinnung hat heute nach über 10-jähriger Bauzeit ihren LOI oder Large Onion Inserter in Betrieb genommen. Das milliardenschwere Projekt dient zur Verbesserung der Qualität schwäbischer Maultaschen. Spontane Begeisterung und stehende Ovationen bei der württembergischen Metzgersinnung, die heute endlich ihre revolutionäre Zwiebelbeschleunigungsmaschine in Betrieb nehmen konnte. Mit Erfolg, wie man hört. Das hat jetzt super geklappt da. Ne? Heute Morgen ist es schon mal ein bisschen schief gegangen. Da sind uns ein paar Zwiebeln nebenaus in der Beschleunigungsphase. Aber die Jungs vom Zwiebeln-Nachfüllstutzer haben ruckzuck reagiert und jetzt haben wir ein wunderbares Maultaschenbrät rausgekriegt. Die Bemühungen ums schwäbische Maultaschenrezept kommen nicht von ungefähr. Fachleute sind sich schon seit über 20 Jahren einig, dass in die durchschnittliche Maultaschenfüllung eigentlich ein paar Zwiebeln mehr reinkehren, was bislang technisch nicht machbar war. Der sogenannte Large Onion Inserter, abkürzt LOI und übersetzt großer Zwiebelinjektor, soll da endlich Abhilfe schaffen. Gläukackte Zwiebeln werden in der 84 Kilometer langen unterirdischen Röhre so beschleunigt, dass sie mit fast Lichtgeschwindigkeit in die Zielmaultasche eindringen.
Das sorgt für eine gleichmäßige Verdäulung im Brät. Das heutige Experiment kann ja nur ein erster Schritt sein. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir bis in 20, 30 Jahren eine Methodik haben, die sich auch durch den durchschnittlichen Metzger daheim anwenden lässt. Das Milliardenprojekt hat allerdings auch Gegner, die der Meinung sind, dass hier mit Zwiebeln auf Spatzer geschossen wird. Denn schließlich hätte die letzte 20 Jahre Leid die Maultasche ja auch so gefressen. Das hat der Metzgersinnung allerdings die Laune am Feiern heute nicht mehr verderben können. Also mir ist ehrlich gesagt egal, ob die Leute von der Metzgersinnung in die Maultasche Gummibärle einschießen oder Zwiebeln oder Schokostreusel. Die sollten etwas Neues probieren. Und zwar eine Maultasche, würde ich sagen, mit Zuckerguss. Sodele, und jetzt nur live aus Berlin die Wettervorhersage für morgen Dienstag, der 25. Mai. Meine sehr verehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger, jetzt kommen Aussichten fürs Wetter der folgenden Tage. Erstmal hat es ja geheißen, dass unser Azorenhoch endlich den lang ersehnten Frühling mitbringt. Aber das hat jetzt leider nicht geklappt und deswegen bleibt das Wetter ein rechter Seuch. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich sollte jetzt leider schnell gegangen. Ich habe die Woche Kehrwoche und muss heute Abend Mülleimer noch ausstellen. Ein Amerikaner mit Zuckerguss. Kannst du das gerade bitte nochmal sagen? Hier ist das erste deutsche Fernseher mit der Tagesschau.